So, herzlich willkommen zum Ankündigungsvideo bzw. Erklärvideo. Hier soll es einfach mal im ersten Part des Videos darum gehen, warum unsere Videos von der Audioqualität und vielleicht vom Schnitt nicht ganz so hochwertig sind wie andere Videos. Das liegt ganz einfach daran, dass wir gerade erst angefangen haben, unseren Content hochzuladen. Und wenn man sich jetzt andere YouTuber anschaut, die ähnliche Videos machen, gerade im Bereich Großbritannien, Amerika, da wird man feststellen, dass die ersten Videos auch ja, recht schwachen Ton hatten. Wir verfügen zwar über Audiorekorder, die man sich ansteckt, jedoch sind wir nicht wirklich darauf ausgelegt, von der Ausrüstung so Entertainment-Videos zu machen. Im Prinzip geht es uns in erster Linie um die Untersuchung selbst. Das heißt, darin wirklich so eine Episode zu schneiden, darum haben wir nicht so viel Erfahrung. Das heißt, da stellt man mal die Kamera, einfach damit sie grob alles filmt, zum Beispiel in die Ecke und stellt sich davor und stellt Fragen. Man denkt aber nicht daran, dass der Ton dann nachher sehr leise sein wird auf der Aufnahme. Das heißt, wir sind ja noch ein bisschen am Rumexperimentieren, wie wir das am besten machen wollen. Bei manchen Videos, die jetzt schon hochgeladen sind, war der Ton auch schon besser. Das heißt, im Großen und Ganzen kann man sagen, die Anzahl der Folgen in der ersten Staffel werden nicht so hoch sein wie in den darauffolgenden Staffeln, da die erste Staffel im Prinzip so die experimentelle Staffel ist. Das heißt, da experimentieren wir noch ein bisschen. Da habe ich auch mit dem Intro noch experimentiert und mit dem eingespielten Text, wo zum Beispiel dann die Orbs und Bildbeobachtung zum Beispiel stattfinden. Und das ist im Großen und Ganzen die Erklärung, warum wir momentan noch nicht so von optischen her mithalten können, wie halt unsere Kollegen aus Nordrhein-Westfalen und aus den USA. Eine andere Sache ist die Ankündigung des Para-Podcast. Warum Para-Podcast? Der Para muss immer im Namen sein, weil sonst wäre es nicht paranormal. Nee, Spaß beiseite. Es geht mit diesem Podcast letztlich darum, immer wieder auf grundlegende Fragen zum Paranormalen einzugehen. Es wird ein Videocontent sein, der sich wohl eher an die Kollegen richtet. Sachen, die man beachten muss beim Benutzen des K2-Meters zum Beispiel oder Tipps und Tricks bei einem Gestalten einer paranormalen Untersuchung in Privatfällen. Genauso wird es im Para-Podcast auch um diverse grundlegenden Mythen gehen. Es wird vielleicht sogar auch mal um den einen oder anderen Dämon gehen oder um die Frage, wie zum Beispiel so ein Ouija-Brett richtig zu benutzen ist. Also alles rund ums Paranormale. Das war es jetzt aber erstmal mit diesem kurzen Ankündigungsvideo und ich denke mal, ihr bleibt mir treu, ihr bleibt uns treu, wir sind ja ein Team und bis dahin, habt noch einen schönen Tag.